Heute sind wir hier in der Hommage an Georg Baselitz zu seinem 80. Geburtstag bei Contemporary Fine Arts in Berlin. Wir sind hier in einem Raum mit frühen Bildern. Das ist 1963 entstanden, nicht weit von hier, in seiner Wohnung in der Joachim-Friedrich-Straße. Baselitz hat die Bilder in diesem Raum zwischen seinem 25. und 28. Lebensjahr fast alle in Berlin gemalt, außer dem Bild. Das hat er in Florenz gemalt, wo er ein halbjähriges Stipendium hatte in der Villa Romana, glaube ich, heißt das, in Florenz. Ja, die Entscheidung für diese Ausstellung kam, als wir gemerkt haben, ja, es wird hier in Berlin von institutioneller Seite nicht stattfinden, kam erstmal die Idee auf, wollen wir nicht was machen. Und der nächste Zufall war, dass Siegfried Gohr, ehemaliger Leiter der Kunsthalle Köln und Gründungsdirektor des Museum Ludwigs, nach Berlin gezogen ist und ich den getroffen habe und ihn gefragt habe, haben Sie nicht Lust, was mit uns zusammen zu machen? Weil er kennt, der hat 1976 die erste Baselitz-Ausstellung gemacht und ist einfach ein profunder Kenner der Arbeit. Und er sagt ja. Ja, und dann haben wir ein paar Telefonanrufe gemacht, was wir alles an Leihgaben zusammenkriegen können. Und es war dann auch relativ schnell klar, dass wir die Ausstellung nicht nach kommerziellen Gesichtspunkten ausrichten, auch wenn wir eine kommerzielle Galerie sind, sondern wir versuchen einfach mal das Beste zu bekommen, was wir ranschaffen können aus Institutionen und von privaten Leihgaben, einfach um großartige Bilder und Zeichnungen zusammenzubekommen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Einer der ersten Anrufe waren die Berlinische Galerie. Wir haben gefragt, ja, können wir zwei Bilder leihen? Einmal der Moderner Maler von 1966 und dann den Remix vom Modernen Maler von 2007. Und die haben gesagt, ja, machen wir, könnt ihr haben, wenn er die Bedingungen von uns erfüllt, also klimatische Sicherheit und so weiter, Versicherung. Das haben wir gemacht, ja, und so sind die Bilder zusammengekommen. Danach ging es weiter, dass wir einfach die Privatsammler, von denen wir wussten, dass sie Bilder haben, angerufen haben und eigentlich alle durch die Reihe weg sich bereit erklärt haben, die Bilder zur Verfügung zu stellen. Und der Herr Gohr hat dann noch aufgrund seiner Kenntnisse und Beziehungen noch ein paar Leihgaben aus dem Rheinland dazu bekommen. Und ich glaube, so ist es uns einfach gelungen, eine in Anführungsstrichen runde Ausstellung zusammenzubekommen. Er sagt immer, das ist eine der wichtigsten Ausstellungen, die er als junger Student, da war er 20 Jahre alt, 1958, in der Akademie der Künste hier in Berlin gesehen hat, waren die Amerikaner-Ausstellungen mit Jackson Pollock, Philipp Gaston, Franz Klein, de Kooning. Das ist eine Ausstellung, wie wir später erfahren haben, die der CIA zusammengestellt hatte, um The American Way of Life im Nachkriegsdeutschland, im Nachkriegs-Europa populär zu machen und was ihnen ja dann auch hervorragend gelungen ist. Für Baselitz war das damals alleine die Größen der Bilder eine Offenbarung, weil er hatte, ich glaube bis da oder bis 58 war sein Hauptinteresse galt der französischen Kunst und der französischen Moderne, École de Paris, und auch mit, er war immer interessiert an irgendwelchen Sonderlingen, von Artaud bis, keine Ahnung, wer sonst noch dazu kommt. Ich glaube, Futry war ein Einfluss für ihn, aber auch Leute, von denen ich jetzt nicht so die Namen parat habe. Diese Ausstellung 58 und das Treffen mit seinem Kumpel und Kollegen Eugen Schönebeck war dann dazu geführt, dass die beiden 1961 das erste Manifest geschrieben haben, wo sie halt ihren Standpunkt als Künstler, als deutsche Künstler klar gemacht haben und einfach nach den ganzen Zerstörungen, Verwüstungen, die die Nazis angerichtet hatten, einfach wieder versuchen wollten, einen neuen Weg als Maler zu gehen.
Ich habe Baselitz kennengelernt, ich glaube 1982, bei der Zeitgeistausstellung hier in Berlin, im Gropiusbau, die damals Christos Joachimides, Norman Rosenthal und Wieland Schmid organisiert haben. Da war ich noch Kellner in einem Lokal, das hieß Exil, und da kamen halt immer Künstler vorbei. Und ich erinnere mich noch, dass Baselitz da irgendwann antrat mit Markus Lüppertz und ich glaube auch mit Michael Werner und so zusammen. Und ich habe dann später angefangen, in Köln in der Galerie Michael Werner zu arbeiten und habe dann Baselitz eigentlich mehr oder weniger regelmäßig in der Galerie getroffen. Ich war Archivar, das heißt, ich habe die Ektachrome verwaltet, was er immer ganz interessant fand, weil er hat sich immer ganz gerne angeschaut, was die Kollegen so fabrizieren. Und ich fand es eine Neugier immer faszinierend, weil er wollte immer wissen, was passiert, was geht ab, was machen die anderen, wie sieht mein Zeugs dagegen aus. Und ein anderes Erlebnis war, ich habe, glaube ich, damals mit Detlef Kretenkort zusammen die Arbeit 45 aufgehängt, die heute dem Kunsthaus Zürich gehört, die jetzt auch gerade in Basel in der Retrospektive bei Bayerle ausgestellt ist. Und das war schon ein Erlebnis, also diese Arbeit zu aufzubauen, aber das einfach auch hautnah zu erleben. Und ich meine, die Arbeit 45, die im Jahr 1989 entstanden ist, im Sommer, das war halt auch, wie soll ich sagen, für mich eine Aufarbeitung von dem, was im Nachkriegsdeutschland passiert ist. Oder vielleicht ist es gar nicht mal das Nachkriegsdeutschland gewesen, sondern was ist in Deutschland eigentlich passiert nach 1929, 30? Weil eigentlich war die Moderne eigentlich schon 3 Jahre vor der Machtergreifung der Nazis zu Ende durch die Weltwirtschaftskrise, und die Rahmenbedingungen für Kunst waren einfach schon zu der Zeit so beschissen, und das hat sich dann eigentlich auch nie wieder erholt, also bis zum heutigen Tage nicht, sondern das, was da zu der Zeit in Berlin möglich war oder in Deutschland, das ist noch mal ganz kurz aufgeflackert mit der Pop-Art und in Deutschland in den 70er und 80er Jahren. Aber heute ist das einfach nicht mehr vorstellbar. Und es ist leider irgendwie traurig, dass wir so auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen den Anschluss hier in Deutschland verloren haben an die großen Strömungen. Und ja, wir versuchen halt auch mit unseren Ausstellungen oder gerade hier auch mit so einer Ausstellung auch im Ausland zu zeigen, hier, wir halten diese Fahne hoch, und das ist ein wichtiger Mann. Und ich merke das einfach auch hier an den Besuchern, die jeden Tag hier reinkommen von überall auf der Welt, und ja, das tut einfach gut. Haltungsmäßig sich mit Baselitz, da können sich, glaube ich, schon eine ganze Menge identifizieren mit. Aber deshalb wird das nicht die Kunst oder die Bilder so ähnlich ausschauen. Das wäre doof und das wäre auch nicht gut. Aber so, wie gesagt, wenn man halt sieht, dass dieses Bild hier vor 55 Jahren gemalt worden ist oder diesen ganzen Raum, dann kommt bei mir das eigentlich so an, als ob das noch ein ganz frischer Punk ist, weil du könntest genauso gut sagen, die Bilder sind gestern gemalt worden. Ne? Wenn du dich für Bildermalen interessierst, wenn du dich auch für Bildermalen interessierst außerhalb von irgendeinem Kontext, weil der Kontext, als diese Arbeiten entstanden sind, war auch ein komplett anderer. Es war die Zeit der Abstraktion. Keiner konnte sich vorstellen, Bilder von irgendwie zerschrundeten Typen zu malen oder die auch noch die Hose aufhaben, oder die eigentlich die Hose runtergelassen haben, weil dieses Hose runterlassen ist einfach so dieses Zeichen des
mir fällt nichts mehr ein, ich stehe da in der Situation und das ist eh alles Mist. Ne? Und ich weiß mir einfach nicht anders zu helfen. Diese Bilder sind irgendwie auch ein Schrei nach Anerkennung, aber auch ein Schrei um diese Doofsituation, die, ja, der Basel ist 38 geboren. Er hat die Nazizeit noch als Kind miterlebt, dann diese Nachkriegszeit und dieser ganze, er nennt das ja auch einfach Scheiß, der musste irgendwie überwunden werden. Und ich glaube, ihm war da fast jedes Mittel recht, um aus diesem Sumpf, Morast rauszukommen. Der Basels hat ja dann sich quasi selbst neu erfunden mit seiner Remix-Serie, die im Jahr 2005 damit angefangen hat. Und ich meine, hier in der Ausstellung haben wir ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Also wir haben diesen modernen Maler von 1966 und dann den Remix davon von 2007. Und alleine dieses Wagnis wieder einzugehen, das heißt also, ich interpretiere mein eigenes Werk nochmal neu. Ich male das mit neuen Farben, mit einem neuen Blickwinkel, weil er hat immer gesagt, als ich diese Bilder da gemalt habe, da war das alles dreckig und das war alles so schwer, das hing auf mir drauf wie irgendwie ein Sack Zement. Ja. Und diese Remix-Bilder sind ja durch eine Leichtigkeit, durch frischere Farben, manchmal hat er so den Anschein, dass er ja, fast getanzt ist dabei. Also Fröhlichkeit ist nicht das richtige Wort, aber es ist eine Unbeschwertheit da, die bei den Arbeiten halt nicht da ist und die auch gewollt nicht da sein sollte, weil er hat ja gegen was angemalt, er hat gegen eine Situation versucht, ja, was zu tun und das war halt seine Ausflucht in die Bilder. Hinter mir ist ein Kopf von Basels von 1983. Ende der 70er Jahre hat Basels angefangen mit Skulpturen, Holzskulpturen, die er meistens oder fast immer mit der Kettensäge und mit dem Hammer und mit dem Stechbeitel aus dem Stamm herausgehauen hat. Wir freuen uns, dass wir hier die Arbeit leihen konnten von der Kunsthalle Bielefeld. Kunsthalle Bielefeld war nach dem Museum Ludwig die zweite Institution, die eine Skulptur angekauft hat von Basels im Jahre 1983. Basels hat ihnen dann auch 12 Zeichnungen dazu geschenkt, von denen wir 8 drüben ausgestellt haben. Ja, und wir haben hier in dem Raum einfach, ja, ich glaube, 45 Jahre oder 44 Jahre decken wir ab. Mit dem Schwarzen, der ist aus dem Jahr 1972. Ehemalige Sammlung von Wolfgang Hahn, dem Restaurator und großen Mentor mit vom Museum Ludwig in Köln. Und hier haben wir noch eine Arbeit aus dem Jahr 2016, abwärts. Und ich finde halt, ich nenne das also in Anführungsstrichen die Todesbilder, weil der Körper fängt an, sich aufzulösen. Ja, und ich finde das ein fantastisches Bild. Ja, und hier neben mir, das ist, wir nennen das 21. aus 45. 45 sind die Holztafeln, 20 Stück, die im Kunstmuseum, in der Kunsthalle Zürich, Kunsthaus Zürich ausgestellt sind, auch jetzt bei Bayerle im Keller. Die Geschichte bei dem ist, Basels hat damals wahrscheinlich 22 oder 23 Tafeln im Atelier gehabt und ein Freund von ihm, der Autohändler war, kam mit einem Mercedes vorgefahren, Mercedes Cabriolet, und Basels war schon länger hinter dem Auto her. Und er hat zu ihm gesagt, pass auf, heute ist die letzte Chance.
take it or leave it. Ja? Und dann hat der Freund von ihm gesagt, okay, machen wir. Und dann wurde dieses Bild gegen ein Mercedes Cabriolet getauscht. Ich glaube, heute ein ganz guter Deal für den Besitzer von dem Bild. Ja, und hier haben wir noch einen Orangenesser, Anfang der 80er Jahre, ich glaube, der ist aus 1980, 81. Das war so die Antwort von Baselitz auf die jungen Wilden, die Salomes und Mittendorfs und Sandro Kias und Julian Schnabels und David Sally und die Bewegung, die in Deutschland, Köln, Berlin, Düsseldorf und in Amerika, in New York und in Italien halt Anfang der 80er Jahre hochkam. Das war seine Reaktion darauf. Ich finde halt auch ganz lustig, dass der Orangenesser da so einen Irokesen hat. Ne? Ja, und die haben wir noch zwei Zeichnungen, die relativ früh sind, aus dem Jahr 64, 65, eigentlich nach unten vom Zeitalter gehört hätten, aber wir hatten einfach keinen Platz. Aber es sind zwei herrliche Zeichnungen, die übrigens auch beide mit in anderen Varianten in dem Kunstmuseum Basel in der Papierarbeitenausstellung zu finden sind. Das ist ein Museum.